Okay, Leute, Diablo 4 Season 2, los geht's. Naja, jetzt endlich mal. Denn wie es aussieht, hatte Blizzard ein paar Startschwierigkeiten. Die können wir hier nochmal gucken. Da hat nämlich Blizzard auf Twitter gepostet: We've encountered some complications and will be delayed. Season of Blood starts time a few hours to remind these issues. We will share updates as soon as we have them. We applied your Patience, okay. Ja, das Ganze jetzt in 2 Stunden später. Jetzt habe ich aber gesehen, dass es wirklich halt jetzt rausgekommen ist. Und zwar genau dann, wo ich anfangen wollte. Das nenne ich mal Timing. Mega. Ansonsten hier natürlich Diablo 4 jetzt auch auf Steam erhältlich. Rezensionen sind noch nicht da. Ansonsten auch noch hier nochmal Twitch-Zahlen sind nochmal hochgestiegen. Klar, hier 100, 194 Leute. 1000, 194.000 Leute schauen sich gerade Diablo 4 an. Also die Leute sind da. Erwartungen sind hoch. Jetzt natürlich die große Frage: Wird sich Season 2 genauso spielen wie Vanilla und Season 1? Oder wird es doch ein bisschen anders sein? Schauen, gucken wir mal. Neuer Charakter. Wir nehmen Magier haben wir genommen, Necromancer haben wir genommen. Jetzt bleibt im Grunde nur noch Jägerin, Barbare und Druide. Und wir nehmen den Druiden. Ich habe keine Lust, jetzt großartig rumzu diskutieren. Den nehmen wir für den Druiden. Die nächsten anderen Klassen machen wir für andere Seasons. Ansonsten anpassen machen wir auch relativ fix. Sollte soweit passen. Bisschen weiter. Haare ändern wir. Definitiv Haare müssen ändern. Das sieht scheiße aus. Das sieht auch nicht so. Nee, nee. Nein. Das sieht aus wie ein Viking. Das gefällt mir. Passt. Machen wir weiter. Was noch? Schminke. Ach du heilige Scheiße. Schminke, Alter. Schmuck. Schmuck. Das ist eins, ist kein Schmuck, ne? Ja, passt. Dann nehmen wir das. Paar Tattoos. Gefällt mir. Machen wir weiter. Genau, Season 2. So. Was machen wir? Wir machen keine Hardcore. Wir springen, überspringen aber die Kampagne. Und wir brauchen irgendeinen Namen. Wir nennen ihn einfach mal. Ja. Doch, das gefällt mir. Haariger Junge. Ja, haariger Junge. Ist auch gut. Scheiß drauf. Ewiger Miete, bla bla, Season Realm. Ja, da wollen wir rein. Season. Und wir wollen. Monster geben mehr Erfahrungspunkte. Wir machen mal erstmal Weltstufe 2, aber ich glaube, wir werden uns mit dem Druiden ordentlich auf die Fresse hauen, weil der Druide beim Leveln echt anstrengend ist. Ja, also deswegen nicht so gut. Alles fing klein an. Namenlose Leute, die niemand vermissen würde. Tot. Weggeworfen. Ihre Kehlen aufgerissen. Die Kirche ignorierte die Morde. Selbst dann noch, als sich die Angst häufte wie die Leichen. Naja, das ist der Trailer, den die uns ganz, ganz am Anfang gezeigt haben. Die Ne? Verzweifelten und Mutigen Wir uns so richtig lustig über bekämpften die Season 2 gemacht Verderbnis. haben. Mal schauen, ob sie besser wird. Doch sie kamen zu spät. Ich muss ja zugeben, ich gebe wirklich geringen Erwartungen rein. Absolut niedrigsten Erwartungen in Season 2. Aber hey, ich lasse mich überraschen. Es veränderte sie. Tötete sie. Brachte sie hungrig zurück. Ich habe diese Plage lange bekämpft. Wir brauchen etwas anderes. Einen Überlebenden mit allen Stärken und ohne unsere Schwächen. Jemand Unerwarteten. Sie werden euch nicht kommen sehen. Okay, wir dürfen anfangen. Und Server laufen tatsächlich. Also ich bin überrascht. Ich muss jetzt mal gucken, wie das noch mit der Steuerung war. Wo fangen wir an? Ach, die haben uns jetzt hier reingeschmissen. Nicht Starting Zone. Und hier läuft schon natürlich ein Weltboss. Warte, Weltboss, Flüsse, bla bla bla. Beginnt in 15 Minuten. Wir gehen gleich zum Weltboss, klar. 15 Minuten, muss ich mal gucken, ob das klappt. Ansonsten, wir gehen gleich zum Questgeber. Ich glaube, das ist das Beste. Ach, ich versuche hier mit W und S zu steuern. Das ist ja
Ah, shit, ist ja anders, alles anders jetzt wieder. Aber wir haben einen Haufen Punkte. Boah, ja, okay. Lecco Meo. Moment. Okay, ich habe mir jetzt just for fun einfach ein Leveling-Bild rausgesucht. Ich werde einfach gucken, wie weit ich damit komme, beziehungsweise mir einfach selbst noch irgendwas zusammenklatschen. Dann, ich glaube, das ist auf jeden Fall geht am schnellsten. Ballern wir einfach mal hier 2 Punkte rein. Ich glaube, Basic ist bei dem Bild sowieso scheißegal. Dann wollen die, dass ich hier reingehe. Wir wandeln uns in einen Werwolf. Dann wollen die das und das. Sind wir auch schon fast hier unten? Was machen wir jetzt hier? Ein Punkt da. Das ist eure Kette, bla bla bla. Das hört sich gut an. Dann nehmen wir hier unten noch das hier: Blutgeheul. Verwandelt euch in einen Werwolf und lässt ein wildes. Okay, gefällt mir. Warum nicht? Kann man mal machen. Dann nehmen wir noch das hier: Das Töten von reduziert die Ablenkzeit von Werwolf. Und das ist auch gut. Gefällt mir. Was sonst? Erhöht euren nicht physischen Widerstand. Ja, Widerstände sind ja jetzt wesentlich mehr wert. Was haben wir hier? Nach der Wendung eines Defensiven erhaltet ihr 6 Sekunden lang Schadensreduktion. Boah, das ist jetzt. Haben wir lieber ein bisschen mehr. Oh, haben wir gar nicht. Haben wir? Haben wir. Ach, wir haben keine Punkte mehr. Okay, das war's auch schon. Warum nicht? Gut, lassen wir das so. Ich muss mal gucken, wie ich das mit dem, mit der. Boah, ich versuche immer noch mit dem B, A, bla 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 Tasten zu spielen, was halt scheiße ist. Muss ich mir wieder abgewöhnen. Was können wir aber noch machen? Genau, hier oben müssen wir mal gucken. Okay. Achso, ja, wir haben also alle Punkte bekommen. Und auch dieses Obolus kriegen wir auch. Aber wenn wir halt die Weltstufen freischalten, ansonsten, das ist ein bisschen EXP und. Gold für uns, nehmen wir mit. Warum nicht? Und die andere Scheiße machen wir sowieso nicht. Ja, also gut, dass sie das endlich rausgenommen haben, weil das ist halt immer wieder die Nebenquests zu machen, immer wieder Dings zu sammeln, ist einfach lästig gewesen. Und wir sind Stufe 2. Warum nicht? Können wir noch einen Punkt verteilen? Hier kommen wir noch nicht hin. Dann nehmen wir Crit mit. Ne, warte mal. Wir nehmen das raus und gehen hier rein komplett. Das sollte soweit passen. Ansonsten, ich habe leider jetzt den Weltboss verpasst, aber ansonsten gibt es halt noch hier dieses neue Event Bluternte. Jetzt die Frage, machen wir halt sofort die Saisonquest oder Bluternte? Aber ich würde sagen, wir machen erstmal die Saisonquest, komm. Ich denke mal, die wird auch super schnell gehen. Das wird nicht lange dauern. Da müssen wir irgendwo hin. Zu irgendeinem Dungeon. Na, zum Keller, warum nicht? Season 2. Ja. Bin gespannt. Wie gesagt, meine Erwartungen sind nicht allzu hoch für Season 2. Aber ich habe Vanilla-Version und Season 1 praktisch bis zum Erbrechen Unser Retter, gespielt. die Vermissten müssen sich Ja. nicht mehr fürchten. Und ich habe bisher noch nie gesehen, dass eine neue Season irgendwie halt die Grundprobleme eines Spiels in irgendeiner Weise verändert hat. Deswegen gehe ich sehr skeptisch an die ganze Sache rein, lasse aber natürlich Diablo 4 eine Chance. Es werden Leute vermisst. Jeden Tag werden es mehr. Mein Volk hat schon Angst, überhaupt noch vor die Tore zu treten. Ach, aber nun seid ihr da. Für einen Helden wie euch ist das sicherlich ein Kinderspiel. Aber natürlich. Keine Sorge, ich werde dem nachgehen. Ach, du bleibst hier, natürlich. Fantastisch. Meine Händler können aufatmen. Ich kann euch zeigen, wo die letzte Karawane verloren ging. Bringt die Entführten nach Hause, dann, nun, dann könnt ihr euch eure Belohnung aussuchen. Ja, ansonsten, was gibt es noch großartig zu Season 2 zu sagen? Wir haben große, wirklich gigantische Patch Notes bekommen zu 1.2. Also es war wirklich sehr, sehr, sehr viel. Viele Quality of Life Changes, viele Balancing, was ich mir halt im Grunde gar nicht angesehen habe. Aus dem einfachen Grund, es ist meistens immer nur sehr interessant für eine Klasse, die man dann halt spielt. Plus, ich wollte mich im Grunde nur überraschen lassen. Ansonsten, wir gehen jetzt einfach mal hier hin. Ich habe alles vergessen, Alter. Ich habe die ganze Steuerung vergessen. Genau, wir müssen unser Pferd ändern, weil das geht gar nicht. Z, Alter, ich habe alles vergessen. Ich habe die Ah, ganze Steuerung weg. ihr So, braucht ein Spektralpferd. Steckenpferd.
Ansonsten, wir ballern eine gute Rüstung drauf. Was haben wir hier? Das ist nicht so, das ist nicht so. Das gefällt mir. Welche Trophäen? Ja, guck mal, das sieht doch. Das ist schon, das ist nicht so. Das sieht sehr komisch aus. Das ist, das würde sogar passen, Alter. Aber ich mag die Flagge irgendwie. Ja, da machen wir was Neues, komm. Was soll's. So. Boah, ich versuche noch immer alles so zu machen. Das war auch falsch? What the fuck, Alter? Ach, das ist der Season Pass. Mehr Platin kaufen, das machen wir definitiv nicht. Okay. Premium Battle Pass, das kannst du vergessen. Ich glaube, mehr können wir hier auch nicht machen. Alles klar, reiten wir los. Jetzt muss ich wieder gucken. So ist Karte diesmal. Und wir rennen direkt dahin, können wir uns ja markieren. Ansonsten, Reiten wurde auch nochmal schneller gemacht. Ne? Das heißt, Reitgeschwindigkeit, glaube ich, 14% waren das. Und wir können auch dashen. Wie machen wir nochmal dashen? Hier macht man das so, okay. Das ist Wahnsinn, ich habe die komplette New World Steuerung immer noch drin. Wir wollen aber kämpfen. Wie kämpfe ich? Ich habe jetzt irgendwas gemacht. Ich habe nicht genug Geisteskraft. Toll. Ich muss noch etwas warten. Und das heißt, wenn wir keine Geisteskraft haben, können wir gar nichts machen? Das ist ja mal anstrengend. Das ist ja mal brutal. Ach, das war nicht mit P, dann war das mit K vielleicht. Was war nochmal Aufrufen von Fertigkeiten? Meine Fresse, ich komme mir vor wie ein Anfänger. Wir brauchen Geisteskraft, Digga. Maximal Geisteskraft erhöht. Ja, aber sollte mehr Geisteskraft. Sorry, gern bin ich geil. Ja, aber verursacht mehr Geld. Ja. Hier könnten wir aber auch schon Companions nehmen. Das ist eigentlich genau das, was der Bild machen sollte. Wölfe. Können Wölfe beschwören. Beschwört zwei Wölfe, die Gegner beißen und blablabla Schaden verursachen. Ja, klingt gut. Nehme ich. Haben wir ein paar Wauwaus. Okay. Scheiße, wir reiten. Wir reiten jetzt einfach mal durch. Ich denke mal, der Druide, wie gesagt, Druide ist halt fürs Leveling unglaublich schwer. Also von dem, was ich gesehen habe. Andererseits, ich bin auch total verwöhnt, weil ich bisher halt nur den Necromancer und den Magier gespielt habe. Deswegen, also ich glaube, das wird noch lustig werden. Ansonsten gucken wir mal. Ach, guck mal hier, warte mal. Hier wird direkt schon auf der Map angezeigt. Legions-Event. Ah, ja. Klar. Können wir nicht machen, weil die wollen halt, dass wir die ganzen... die Areas hier wieder platt machen, ne? Die ganzen Stützpunkte. Boah, aber die Stützpunkte sind auch erstmal so ein hohen Level. Oh ne, da müssen wir erstmal hochleveln. Schade. Schade, weil die Legions-Events sind halt auch wieder... haben 75% mehr Dingens bekommen. XP. Ach, und wir haben auch keine Tränke. Wir wollen auch den Tränk aktivieren, weil dann haben wir auch wieder 20% mehr EXP. Scheiße, scheiße. Wir müssen alles wieder uns holen. Okay, was wollen die jetzt machen? Wir müssen irgendjemanden suchen. Blablabla, Händler. Wir nehmen uns Schein. Ah, okay. Da sind wieder diese komischen Events. Sind unsere Wolfis da? Unsere Wolfis sind da. Guck mal hier. Ich habe nicht genug Geisteskraft. Das ist lästig. Was mache ich denn, wenn ich keinen Geisteskraft habe? Ich bin verloren. Ich glaube... ich habe nicht genug Geisteskraft. Ich muss so ein bisschen den Bild verändern, Alter. Ich kann ja im Grunde gar nicht draufhauen, wenn ich überhaupt nichts... Boah, das ist echt ekelhaft. Kann ich irgendwie was machen? Nee. Null. Yeah. Also der Bild muss definitiv verändert werden. So kann ich nicht spielen. Was haben die mir denn für ein Leveling-Bild gegeben, Alter, den ich nicht spielen kann, weil die ganze Zeit Geisteskraft fehlt? Im Grunde mache ich auch gar nichts gerade. Hier sind noch zwei, drei Leute gerade. Level 5 und Level 7. Mann, die sind schon so weit. Zack, 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 zack. Boah, das
frisst aber echt viel von diesem Geisteskraft, was die hier haben wollen. Ich habe kaum noch Geisteskraft. Ja, dann geht mal Bärenform hier. Und wir machen ein bisschen Wow-Wow-Geheule. Ich brauche mehr Geisteskraft. Nee, da müssen wir ändern, Alter. Das geht gar nicht. Für ein bisschen was von dem Scheiß hier ein. Das läuft nur halb so gut. Naja, es geht nicht. Ich krieg ja ordentlich Level gerade. Gut, dass wir unsere Wow-Wows geholt haben, weil die helfen uns ordentlich. Ich glaube, ich muss mir irgendeine Basisattacke holen, die einfach nur machen kann. Die mir diese Geisteskraft gibt. Weil alles andere ist irgendwie gerade schwierig. Ich brauche mehr Geisteskraft. Ich brauche mehr Geisteskraft. Muss die Skills auch nochmal verändern. Gut, wir haben es geschafft. Oh, Scheiß gemacht. Ja, willkommen in Diablo. Oh, das sind diese neuen, das sind diese neuen Verzauberungen. Das ist relativ egal. Geschicklichkeit. Okay. Ja, die anderen machen das schon für mich. Das passt. Hier und das. Wir ziehen einfach alles an. Ansonsten, wir verändern jetzt einfach mal alles nochmal. Gehen nochmal hier zurück. Obwohl, warte, wir können das auch so machen. Okay, ich habe das jetzt so gemacht. Ich habe mir jetzt den Sturmschlag geholt. Weil der erzeugt einfach Geisteskraft und wir können kontinuierlich draufhauen. Der Bild ist halt, wir sind halt, was soll ich für ein Bild sagen, Alter? Wir sind Stufe 6. Da kannst du sowieso kein Bild haben. Nichts erwarten. Ansonsten, die wollen Raben haben. Raben. Okay. Machen wir einen Raben. Wir wollen aber noch die Wölfe hier ein bisschen hochbringen. Machen wir so. Das gefällt mir. Das scheint mir zu gefallen, würde ich mal behaupten. Ansonsten, wir machen das Ganze so. Zack. Alles klar. So, weiter geht's. So, nicht wundern, ich bin jetzt auch schon Level 10. Ich war nämlich in einem Dungeon drin. Ich wollte mich ein bisschen an den Druiden gewöhnen. War Lecomeo, Alter, habe ich mir einen Skill ausgesucht, ein Bild. Keine Ahnung, Gefährtenbild etc. Deswegen bin ich jetzt auch hier. Aber wir machen direkt mal weiter mit der Season Quest. Ich glaube, die wollen weiter, dass ich hier wieder in das Lager gehe. Oh, bin mal gespannt. Aber Lecomeo, ich sag dir, der Druide, der ist, der hat was. Der hat was. Ist nicht verkehrt. Macht auf jeden Fall Spaß zu spielen. Muss aber mal gucken, wie das mit dem Leveling noch passt. Ihr da, helft mir. Sehr gerne. Ups. Ja, ihr seht. Noch ein Opfer. Doch, das klappt mit dem Druiden, definitiv. Ihr passt gut in sein bevorzugtes Beuteschema. Klar. No Problem. Komm. Was geht hier vor sich? Hab selbst nach dem Magistraten gesucht. Die Mitglieder dieses Vampirkults verbergen sich an mehr Orten, als einem lieb ist. Schaut euch nur selbst um. Ihr werdet schon sehen, was ich meine. Alles klar. Machen wir. Das heißt, wir klicken einfach nur willkürlich irgendwelche Sachen an. Perfekt. Das haben wir auch. Wir haben natürlich alles gelesen. Und jetzt wissen wir überall Bescheid. Lasst sehen. Wissen wir, wo sich der Magistrat aufhält? Ich weiß es. Und mit euren Hinweisen kann ich... Das ist eine Bisswunde. Ihr verwandelt euch, nicht wahr? Der Tiefe der Wunde nachzuurteilen, hätte das allerdings schon passieren müssen. Verdammt, ich kann mich damit nicht aufhalten. Ich muss dem Magistrat nachsetzen und ihr müsst mitkommen. Ah, wie eine Epidemie. Ihr könnt nun vampirische Mächte erhalten. Eure neue Macht befindet sich auf dem Sonnenreiter in eurem Inventar. Aha. Aktiviert eure Mächte mit Pakten und Paktrüstungen. Vampirische Mächte zehren von allen Pakten auf der Rüstung, die ihr angelegt habt. Gebt mächtiges Blut aus, um die Option, eine von drei zufälligen gewählten Mächten zu modifizieren und erhalten. Gesperrte Mächte können entsperrt und entsperrte Mächte verbessert werden. Okay. Ich glaube, dieses Blut, das ist halt genau das, was wir halt jetzt durch diese Open World Seasons bekommen. Ja, Seasons ist auch nicht. Open World Ereignis, sagen wir mal so. Gucken wir auch gleich mal nach. Das ist genau das hier. Legions-Event. In 30 Sekunden. Wir rennen hin. Sofort. Moment. Markiert. Und los geht's. Okay, letzter Boss.
Läuft aber eigentlich ziemlich gut, muss ich zugeben. Aber es ist halt, also, ja, hier mit zwischen 1 und 15 oder 1 und 20 hast du halt wirklich die beste Leveling-Zeit. Erst danach wird's halt, geht's richtig hart down. Aber mal schauen, wie das mit dem Druiden wird. Ich kenne das halt nur aus Erfahrungen mit Magier und mit den Necromancern natürlich, ne? Ja. Aber bis jetzt der Druide... Hat was, doch, doch. Wir hauen hier ein bisschen drauf. Und dann wieder die Wolfsform. Zack, 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 zack. So weit wie möglich. Dann haben wir hier mit wieder drauf. Wir heilen uns ein bisschen. Haben wir wieder Wolfsform drauf. Hauen wir auf die falschen? Ah, das kann sein. Wir hauen alle Debuffs drauf. Vor allem, das ist ja das Geile. Also, wir können auch nicht mal richtig verwundbar machen oder so etwas. Wir haben die Skills einfach gar nicht. Das ist total witzig. Irgendwie ist diese Leveling, also die Anfang eines Seasons ist immer noch die beste. Weil alle sind halt, alle haben halt gar nichts. Das ist halt. Okay, wir überleben irgendwie. Ich bin noch nicht bereit. Jetzt nochmal drauf. Zack, 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 zack. Und drauf. Wir machen echt null Schaden, ey. Das ist so geil. Das ist so geil. Ich liebe das. Wie ein Weltboss da aussehen würde, weißt du? Einfach so ein 20 Minuten Weltboss. Und ich finde ihn aber viel, viel besser als diese 5 Sekunden Weltbosse, weißt du? Wo du einfach gar nichts hast. Wo du einfach schaffst, gerade mal so einen Hit zu landen. Und das war's. Mega langweilig. Dann lieber das hier. Und einfach gar keinen Schaden mehr. Oh, mega. Okay, Level 12. Warum nicht? Hat ein bisschen länger gedauert. Ich glaube, so als jemand mit weniger. Doch, jetzt haben wir nochmal extra Schub bekommen. Nee, das waren wir gar nicht. Alles klar. Mega viel Loot. Und ich glaube, der wirft irgendwie hier alles raus. Okay. Mal gucken. Wir nehmen. Das nehmen wir definitiv. Das ist scheißegal. Das nehmen wir. Das nehmen wir auch. Das ist nicht so. Das können wir mitnehmen. Das können wir auch mitnehmen. Und der Rest ist, glaube ich. Doch, das können wir auch noch mitnehmen. Der Rest ist scheißegal. Alles klar. Wir verlassen die Gruppe. So geht das. Und wir gehen zurück. Und machen wieder die Mainquest. Wir können die Partei. Oh, so viel zu tun. So viel zu tun. Okay, ich würde sagen, wir machen jetzt wieder die Season Quest weiter, ne? Obwohl, wir könnten jetzt auch blutige Ernte, aber das ist einfach nur, wir rennen rum und machen das mit dem... Wie ist das denn jetzt mit den Season? So, jetzt sind wir auch schon bei der Questgeber. Ich habe das jetzt einfach mal übersprungen. Seid ihr bereit? Das bin ich, aber es lässt sich nur schwer sagen, was genau uns dort drinnen erwartet. Es könnten weitere Vampire sein. Es könnte der Magistrat sein. Es könnte gar nichts sein. Hoffentlich seid auch ihr bereit. Easy, los geht's. Ich kann alles. Season 2. Bin mal gespannt. Ich denke mal, die Quest wird auch nicht allzu lange gehen. Also, wenn wir uns wirklich dahinter hängen sollten, würden wir die Questreihe jetzt zu Season 2 sicherlich innerhalb von einer halben Stunde durchspielen. Ja. Deswegen ist sie halt... Die sind relativ simpel gemacht. Aber ich spiele ja Diablo 4 nicht wegen der Story oder irgendwelche Season-Quests. Ich versuche die einfach nur durchzumachen, um einfach zu wissen, was mich in der Season erwartet. Das läuft auch gut. Ansonsten nehmen wir das hier auch noch. Jetzt springen wir zu denen und machen Schaden. Das ist gut. Was sind Blutgefäße? Okay, das ist blöd. Wie es aussieht, gibt es wieder neue Monstergruppen. Meister, ich bitte euch, gebt mir noch Im Grunde sind das nur alte mit neuen Skin. Also das ist jetzt auch jetzt nicht wirklich. Ja. Umgebracht. Ja. Anscheinend haben wir die Lage verkompliziert, ihr und ich. Wieso das denn? Was jetzt? Der Magistrat war das Bindeglied zwischen uns und dem Anführer der Vampire.
Hierdurch werden die Dinge auf anstrengende Art und Weise komplizierter. Ihr solltet hier alles absuchen. Protokolle, Dokumente, was ihr auch finden könnt. Alles klar, wir klicken wieder alles an. Um mich bei ein paar Kontakten umzuhören. So, Bossraum, weiter geht's. Müsste jetzt aber auch jetzt der Boss kommen, oder? Kommt näher. Aber natürlich. Ich spüre, dass das Blut in euch wie kein anderes ist. Okay, ich bin ein Monster. Ja, was willst du? Komm. Muss ich in deinen Vampir anführen? Okay. Sie sind die Blutsucher meiner Wiedergeburt und die Vorboten meines Aufstiegs. Genau wie ihr es seid. Nicht ganz, aber ja. Ich heiße Sier. Sier. Und gehöre zu den Urahnen. Und ihr werdet mir dienen. Ich kann nicht. Meinst du? Unmöglich. Warum verwandelt ihr euch nicht? Ich kenne euer Blut. Ich... Ah, jetzt verstehe ich. Das ist wahrlich Blut wie kein anderes. Aber das ändert nichts. Ihr verdient mehr, als an die Sterblichkeit gekettet zu sein. Und je mehr ihr dürstet, desto mehr werdet ihr das einsehen. Oh, die Kassen. Wahnsinn. Läuft gut. Achso, ja, das war unfair. Gibt es noch was? Schließe Etappe der Season ab. Etappe 1? Ah, warte, meinen die vielleicht, ja, die Etappen, klar. Wo waren nochmal die Etappen, Alter? Wo war nochmal Season? Etappen? Ah, ja. Ich verstehe. Das heißt, wir müssen erstmal eine Etappe machen. Was ist denn das? Schließe vorher eine Quest ab oder Nebenquest ab. Schließe einen Keller ab. Verwende gewöhnliche Gegenstände beim Schmied. Schließe Dungeon in Trockensteppe ab. Schließe eine Welt. Ja, schließe ein Weltereignis. Habe ich? Haben wir noch gemacht? Legionsereignis? Zählt das nicht? Okay. Rüstet einen Teil der Praktrüstung aus und verfügbar nach Abschluss über überspringende Kampagne. Haben wir doch. Haben wir das nicht? Aktiviert eine vampirische Macht. Verfügbar nach Abschluss der Überspringen der Kampagne. Haben wir doch. Warte mal. Wollt ihr mich verarschen? Ich hab doch. Vampirische Macht. Das war doch hier. Da haben wir doch eins ausgerüstet. Zack. Kann ich nicht machen. Ich glaube, da ist was buggy. Und das sollte nicht buggy sein. Das ist nicht gut. Wenn ich es richtig sehe, aber ich lese es auch richtig. Ich wüsste jetzt nicht, was die sonst meinen sollten. Pass auf, wir machen einfach mal gleich so Pi mal Daumen noch einen Keller. Und ein paar Nebenquests. Wir können auch direkt zum Schmied gehen und einfach gewöhnliche Gegenstände einschmelzen. Pass auf, wir probieren einfach mal ein bisschen was aus. Wir teleportieren uns erstmal zurück. Probieren einfach ein bisschen was aus. Und ansonsten haben die uns tatsächlich jetzt aufgehängt. Das muss aber dann ein Bug sein, dass der Season Pass oder die Etappen halt nicht gehen. Und wenn es keine Etappen gibt, ist natürlich blöd. Ich meine, die Etappen sind jetzt auch nicht ultra wichtig, würde ich jetzt mal behaupten. Also die Quest abschließen, die Season Quest, wird uns, glaube ich, jetzt nicht irgendwie so einen krassen Vorteil geben, oder? Wir gehen zum Schmied. Wir schmieden jetzt alles ein. Das kann ein. Ich hier nicht tun. Ich bin gespannt. Und sonst machen wir noch zur Sicherheit einen Keller. Können wir das hier nehmen? Das war hier, ne? Alles vergessen, der Wahnsinn. Alles wieder vergessen. Das kann man noch verwenden. Nee, kann man nicht. Alles weg. So, jetzt müsste eigentlich aufploppen, dass wir das gemacht haben, oder? Oder? Da haben wir es. Haben wir was? Ruiniert nicht die ganze Arbeit. Gucken wir mal. Season Pass.
Nee. Immer noch nicht. Pass auf, wir machen jetzt noch einen Keller. Das ist eine Trockensteppe. Was war noch eine Trockensteppe? War das hier oder war das? Nee, das war hier oben, ne? Okay. Aber Dungeon haben wir. Wir haben auch einen Dungeon in der Trockensteppe abgeschlossen. Und zwar der hier. Ne? Uferabstieg. Wahnsinn. Wahnfucking Sinn. Wie es aussieht, hat uns tatsächlich Blizzard gecockblockt. Kommen einfach nicht weiter mit den Etappen. Ja. Wird bestimmt jetzt noch die Tage gepatcht. Oder ich mache auch echt was Grundfalsches. Keine Ahnung. Kann auch sein. Genau. Kümmern wir uns einfach noch um diese anderen Scheißen. Euch steht alles zur Verfügung. Für den richtigen Preis. Ich glaube. Ich spiele jetzt noch ein bisschen weiter. Ich glaube, ich mache jetzt hier auch Schluss für heute. Macht ja keinen Sinn. Obwohl, komm, Keller ist noch drin. Keller ist noch drin. Hier muss doch irgendwo ein Keller sein. Wir reiten raus, machen noch einen Keller. Um ganz sicher zu gehen. Ja, vielleicht wollen die auch erst, dass du erst die Quest machst und dann halt die ganzen Gegenstände oder die ganzen Sachen dazu. Weiß ich nicht, Alter. Weiß ich nicht. So, wo ist jetzt ein verkackter Keller? Die sind immer da, wenn man sie nicht. Ja. Wenn man sie nicht braucht, hat man sie in Massen. Wenn man eins haben will, nichts. Okay. Hier sind keine Keller. Keller? Ein Keller? Keller? Da Keller? Keller? Das brauchen wir. Genau, damit können wir dann gleich mal die Getränke upgraden. Keller. Ich glaube, ich skippe das hier. Wir sehen uns, wenn wir einen Keller gefunden haben. Boah, endlich, Alter. Ich bin jetzt echt zum Arsch der Welt geritten, nur einen verdammten Keller zu finden. Aber gut, machen wir noch den Keller. Also noch den Keller mache ich noch. Zu sehen, wie es hier. Ob das halt wirklich ein Bug ist. Aber da wird mir angezeigt, dass ich sie machen muss. Bin skeptisch. Wie gesagt, vielleicht kann das ja auch daran liegen, dass wir halt erst die Quest machen müssen, die Season Quest, und dann wird von uns erwartet halt, die ganzen Pass-Sachen zu machen. Mal gucken. Das machen wir. Und dann hauen wir drauf. Da kann ich leider draufhauen. Ah. Ja. Was ist das? Doch, das geht. Jetzt bin ich sehr verwirrt. Mal gucken. Also das hat geklappt. Schließe Quest oder bla 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 Quest hab. Sammelt Rotamin. Okay, das ein. Schließe zwei Dungeon. Wieso denn zwei Dungeon? Aber einen haben wir gemacht. Aktiviert eine vampirische Macht verfügbar nach Abschluss der Übung. Haben wir aber auch. Das haben wir aber auch gemacht. Kann sein, dass vielleicht. Oder die wollen. EP verteilen. Ach so, okay. Wir verteilen EP. Warum nicht? Jetzt haben wir die freigeschaltet. Bewältige Regeneration. Das ist mir alles scheißegal. Erstmal, ich will nur wissen, ob das funktioniert. Okay. Ah, okay. Die Angriffe werden verursachen Schaden mit Kontrollverlust. Und das hier? Das hört sich doch gut an. Ach so, und so können wir die dann freischalten. Und ich denke mal, den können wir so reinpacken. Weg. Ach, jetzt hat das geklappt? Das ist sehr seltsam. Aber natürlich, warum auch nicht? Wie viele brauchen wir? Brauchen 8. Hier wird noch eine angezeigt, dass wir einen abgeschlossen haben. Ey, da kann mir niemand erzählen, dass es nicht buggy ist, Alter. Leck mich fett. Okay, gut, klar. Warum nicht? Ich würde sagen, das war's erstmal. Wie es aussieht, die Etappen, sie funktionieren teilweise, würde ich jetzt mal behaupten. Ich habe das Gefühl, ihr müsst erstmal die Season Quest machen und dann halt die ganzen Aufgaben, sowas wie Weltereignis, haben wir ja zum Beispiel jetzt auch gemacht, Legionsereignis. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, oder meinen die vielleicht ein Weltereignis? Habe ich auch gemacht.
Ja, wie es aussieht, müssen wir wirklich erstmal die Quest machen und dann werden halt die Sachen gezählt, wenn wir sie machen. Das mit dem Juwelier und dem Einschmelzen, dann weiß ich jetzt nicht, was ich da falsch gemacht habe. Aber das wird sich noch rausfinden. Alles klar, gut. Dann lassen wir das Ganze erstmal. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Schreibt mir auf jeden Fall in die Kommentare, wenn es euch gefallen hat. Und lasst ein Like da. Lasst ein Like da. Wir sehen uns beim nächsten Video. Haut rein, Leute. Ciao.